Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Tagesausblick. Es ist der 12.11. und es ist weiterhin diese Diskrepanz da zwischen der Top-Bildung im US-Markt. Hier zu sehen der CFD auf den Dow Jones, der US-30 Cash CFD. Ja, 9 Punkte Minus. Man sieht aber der Abwärtsimpuls hier vor ein paar Tagen, dieses 1-2-3, das bestätigt wurde, führte jetzt zuletzt dann dazu, dass wir wieder ein tieferes Tief gesehen haben. Also wir haben einen intakten Abwärtstrend im US-30, im Dow Jones, im 4-Stunden-Kerzenchart. Der Germany 40 hat zwar ein höheres Hoch ausgebildet und bildet damit dieses Top nicht nach, aber die Frage ist, wenn wir jetzt eine größere Korrektur bekommen an der Wall Street, wie lange kann der DAX sich dagegen stemmen? Hier zu sehen der 4-Stunden-Kerzenchart vom Germany 40, der ist in einem intakten Aufwärtstrend, also genau umgekehrtes Bild auf den Kopf gestellt. Der Goldpreis erreicht im Großbild jetzt einen wichtigen Widerstand, die 1862 Dollar Marke. Das ist genau die 1 des Tops vom August, da ist ein 1-2-3 entstanden und wir haben ja hier mehrmals jetzt die 61er, fast die 100er Extension erreicht und jetzt ist hier eine Entscheidung, steht hier bevor. Kann Gold über 1862 ausbrechen, ja oder nein? Wenn nein, könnte es nochmal eine Korrektur geben in den Bereich der 200-Tage-Linien, in den Bereich des Hochs vom 17. August. Da ist nämlich wieder ein 1-2-3-Tief entstanden, das sich jetzt hier nach oben beginnt aufzufächern. Also wir haben hier auch schon die 61er-Extension erreicht. Wir haben jetzt also das Top vom August, wir haben den Boden, also das Top vom August 2020, den Boden vom August 2021 und die beiden schauen sich jetzt an sozusagen und ein Ausbruch jetzt über die 1862 Dollar Marke nach oben würde quasi die Top-Bildung in Frage stellen. Ansonsten ein Pendeln zwischen, ich nehme die 200-Tage-Linie raus, ein Pendeln zwischen 1795 und 1862 wäre einfach übergeordnet neutral und ohne Richtung. Also spannende Geschichte. Ansonsten haben wir bei den Kryptowährungen, die ja auch sehr stark auf die Inflation reagiert haben, beim Bitcoin keine Entscheidung. Da hätte ein Boden entstehen können. Ich muss das etwas anpassen. Da hätte ein Boden entstehen können. Man sieht hier, der ist gedeckelt an der 65.308 Dollar Marke. Kommt da nicht drüber hinaus. Damit ist der Abwärtstrend hier kurzfristig auch intakt. Eine neue Bodenbildung ist nicht zu sehen. Es geht ja hier um, ist leider mein Zeichenwerkzeug ein bisschen verrutscht, es geht ja hier drum, im 4-Stunden-Kerzenchart jetzt diesen Boden zu bestätigen. Hier haben wir ein 1-2-3. Der Rückgang endete direkt an der 62.27. Da ist die 1 des Bodens. Und jetzt ist die Frage, wird die Bodenbildung bei Bitcoin in Frage gestellt oder gibt es hier eine neue Bodenbildung als Test quasi von einem größeren Boden? Was hier weiter auffällig ist, ist, dass Ethereum sich besser entwickelt als Bitcoin. Ja, wenn man sich Ethereum anschaut, da haben wir bereits ein 1-2-3 an der 200-Stunden-Linie und eine Erholung und fast schon wieder ein neues Rekordhoch. Hier gibt es in den frühen Morgenstunden bei den Kryptos insgesamt aber auch Abgabebereitschaft. Das soll das kurze Update für den Moment gewesen sein. Ausführlicher gehe ich auf die Situation ab 9 Uhr ein.